Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sowohl hier im Saal als auch im Livestream. Herzlich willkommen zur Eröffnung des Bürgerrates Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben. Und ich finde es wirklich sehr schön, die 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute hier endlich auch persönlich zu treffen. Vielen Dank, dass Sie hier hingekommen sind. Und wie ich gerade schon hören konnte, Sie kommen aus ganz Deutschland. Viele haben eine längere Reise hinter sich und einige haben sich auch gerade schon kennengelernt und wiedergefunden. Auch das hat der Zufall bereitgehalten. Und ebenfalls begrüße ich auch die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates, die maßgeblich auch zum Gelingen des Bürgerrates beitragen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, auch vielen Dank an Sie für die Unterstützung zu diesem Bürgerrat. Mir kommt es ein wenig so vor, vielleicht Ihnen auch, wie der erste Schultag oder ein Ausbildungsbeginn. Alle sehen sich zum ersten Mal, lernen sich kennen und sie wissen, wir werden gemeinsam die nächsten Monate miteinander verbringen. Und auch darüber freue ich mich sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hier im Paul-Löbe-Haus sehen Sie die Sitzungssäle, in denen die Fachausschüsse des Deutschen Bundestages tagen. Dort diskutieren wir Abgeordnete, hören Sachverständige an und suchen Kompromisse. Auch Sie werden in den nächsten Monaten in ein Thema tiefer eintauchen, diskutieren und sich mit Fachwissen auseinandersetzen. Ich möchte mich bei Ihnen schon jetzt bedanken, dass Sie sich dieser Aufgabe stellen. Und ich kann auch alle verstehen, die vielleicht auch ein bisschen Respekt davor haben. Einige von Ihnen haben akademische Berufe, viele andere nicht. Egal, was Ihr Hintergrund ist, mein Rat an Sie, sagen Sie, was Sie denken. Und reden Sie, wie Sie immer reden. Genau dafür ist der Bürgerrat da. Der Deutsche Bundestag möchte ein möglichst unverstelltes Meinungsbild von Ihnen zu diesem Thema bekommen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Abgeordneten haben für diesen ersten Bürgerrat ein alltagsnahes Thema gewählt. Ernährung betrifft uns alle. Und es berührt uns auch emotional. Was zu Hause auf den Tisch kommt, hat mit Heimatregionen zu tun, mit Traditionen. Bei mir ist es die Currywurst, ich gebe es offen zu. Zum Teil aber eben auch mit starken Überzeugungen. Darum haben wir alle beim Thema Ernährung sehr unterschiedliche Erwartungen, was der Staat wann tun soll oder eben nicht. Für die Politik ist es wichtig, die Perspektiven der Bürgerinnen und Bürger zu kennen. Und natürlich haben wir Abgeordnete viel Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Uns besuchen viele Bürgerinnen und Bürger hier im Deutschen Bundestag oder wir bieten Sprechstunden in unseren Wahlkreisen an. Und viele sind auch in sozialen Medien unterwegs. Die meisten Menschen kommen aber nicht in unsere Bürgersprechstunden, weil sie mit ihrer Arbeit und ihrer Familie beschäftigt sind, weil sie vielleicht auch Berührungsängste haben oder weil sie gar nicht wissen, dass man ganz einfach seinen Abgeordneten treffen kann. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, waren Sie schon mal bei einem Abgeordneten vor Ort? Ich sehe viele Köpfe schütteln. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Also nutzen Sie das in Zukunft. Ich vermute, für die meisten ist das heute tatsächlich der erste Besuch im Deutschen Bundestag. Und das zeigt, warum Bürgerräte gebraucht werden. Hier sollen auch die Menschen zu Wort kommen, die sich sonst nicht von selbst melden oder lautstark ihre Meinung kundtun. Deutschland ist ein vielfältiges Land, Stadt und Land, Ost wie West, alt und jung.
oder eben auch mit oder ohne Abitur. Ein Stück der Vielfalt Deutschlands findet sich heute hier in diesem Saal. Und es ist ein echter Querschnitt unserer Gesellschaft. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie werden Menschen kennenlernen, denen Sie sonst wohl nie begegnet wären. Menschen mit ganz anderem Hintergrund und auch anderen Lebenserfahrungen. Und ich finde, das ist eine Chance für uns alle. Seien Sie offen, lassen Sie sich überraschen von den Argumenten der anderen, begegnen Sie sich gegenseitig mit Respekt, aber ohne falsche Harmonie. Der Bürgerrat soll auch aufzeigen, wo es Konflikte gibt. Wir wollen wissen, was brennt den Leuten beim Thema Ernährung wirklich unter den Nägeln? Wo gibt es unterschiedliche Meinungen? Welche Themen werden zwar medial heiß diskutiert, lassen aber vielleicht viele Menschen kalt? Mir ist es wichtig, dass am Ende dieses Bürgerrates jede und jeder von Ihnen sagen kann, ich konnte mich einbringen, meine Meinung wurde gehört. Und vielleicht sagen manche sogar, ich habe meine Meinung geändert. Gemeinsam werden Sie Empfehlungen erstellen, im Idealfall ganz konkrete Empfehlungen an die Abgeordneten, die wir dann wiederum mit der Bundesregierung zusammen verfolgen werden und vielleicht auch zu Gesetzen verarbeiten. Uns Abgeordneten ist natürlich bewusst, der Bürgerrat wird nur ein Erfolg, wenn er auch etwas bewirkt. Wir werden uns sehr ernsthaft, das kann ich Ihnen jetzt schon versichern, mit Ihren Vorschlägen, wie immer sie aussehen werden, auseinandersetzen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir wissen, was Sie denken zum Thema Ernährung. Sie wissen aber natürlich auch, dass verbindliche Empfehlungen nur die parlamentarische Demokratie, die gewählten Abgeordneten fällen können. Am Ende ist es unsere Entscheidung im Deutschen Bundestag, welche Vorschläge wir übernehmen werden. Und ich bin mir aber sicher, denn ich habe mit vielen, die auch hier anwesend sind, schon gesprochen, wir sind sehr gespannt auf Ihre Vorschläge und freuen uns schon sehr, wenn wir im Februar das Bürgergutachten bekommen, um uns mit Ihren Vorschlägen in den Fachausschüssen und im Parlament auseinanderzusetzen. Deshalb nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Aufgabe übernehmen, dass Sie heute hier sind. Und wir freuen uns schon drauf, was Sie uns mit auf den Weg geben werden zum Thema Ernährung. Und gerade eben habe ich schon etwas gemacht, indem ich da vorne saß, habe ich schon gefragt, wo kommen Sie eigentlich her? Waren Sie schon mal im Deutschen Bundestag? Und das wollen wir jetzt anschließend auch noch mal machen. Und insofern freue ich mich auf zwei Frauen, die uns dabei oder Sie auch dabei unterstützen. Es sind einmal Christine von Blankenburg und Jana Peters. Die beiden moderieren auch den Bürgerrat und helfen mir jetzt auch ein bisschen dabei, Sie zu befragen. Denn auch ich habe ein Interesse zu hören, was Sie gedacht haben, zum Beispiel, als Sie diese Einladung plötzlich im Briefkasten hatten. Und da bin ich schon sehr drauf gespannt, auf die Antworten. Vielen Dank an Sie beide. Und ich würde sagen, wir mischen uns ein bisschen unter die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielen Dank. So, jetzt zu Ihnen gehe ich mal. Sie sitzen gerade hier vorne. Was haben Sie denn gedacht, als Sie eine Einladung des Deutschen Bundestages im Briefkasten hatten? Zuerst war ich sehr überrascht. Und als zweites dachte ich mir, das ist eine Riesenchance. Das heißt also, unsere Demokratie zu fördern bzw. zu erhalten. Da machst du auf jeden Fall mit. Und ich wollte schon immer mal mit Politikern reden, und die praxisnahe Wirklichkeit auch zu transportieren in Ihre Richtung. Vielen Dank. Und der Auftrag an die anwesenden Abgeordneten, nutzen Sie die Chance. So, wer traut sich denn noch eine Frage von mir zu beantworten? Ah, da ist eine junge Frau. Nein, den Mund halten. Haben Sie schon mal Kontakt zu einem Bundestagsabgeordneten gehabt? Nein, das hatte ich noch nicht. Und was hat Sie jetzt bewogen, hier teilzunehmen?
Ich finde es ganz interessant, dass man sich selber einbringen kann und dass man auch seine eigenen Interessen und Meinungen mit vertreten kann und sagen kann, was einem am Herzen liegt. Wo kommen Sie her, wenn ich das fragen darf? Ich komme aus NRW, aus dem Münsterland, genau, aus Emstetten, genau. Ja, gerade haben wir da drüben, glaube ich, Hannover, waren zwei. Will jemand noch mal sagen, wo, wer, Heidelberg? Duisburg. Ach, da muss, Entschuldigung, aber da muss ich hin. Das ist Lokalkolorit. Ein Duisburger. Und was haben Sie denn gedacht, als plötzlich so eine Einladung im Postkasten war? Haben Sie gesagt, die Präsidentin aus Duisburg hat mich extra eingeladen? Tatsächlich, ja. Irgendwas so in der Richtung war es. Na, wenn das motiviert hat, mitzumachen, dann bedanke ich mich schon mal. Ja. Aber was interessiert Sie an dem Thema Ernährung? Viel. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was in den letzten Jahren so ein bisschen an Präsenz verloren hat und gerade durch Corona noch auf die Tagesordnung gekommen ist, weil ich glaube, viele haben viel vernachlässigt in der Corona-Zeit. Bewegung, Essen und viel hat darunter gelitten und ich glaube, da haben wir ein bisschen Bedarf, das neu zu beleben, das Thema. Und ich denke mal, da können wir viel bewirken. Ja, essen Sie auch wie ich eine Currywurst als Duisburger? Ja. Okay. Ja. Ist gestattet. Kann ja mal fragen. Aber es gibt, das haben wir ja so ausgewählt, auch viele, die sich natürlich fleischlos ernähren. Auch das wird sicherlich spannend werden. Oder vegan oder auch andere Arten. Und die Frage ist ja immer, soll der Staat sich irgendwo einmischen oder nicht? Haben Sie da schon eine Idee oder sagen Sie, es gibt ein Thema, wo der Staat die Finger raushalten sollte? Ich denke tatsächlich, so ein paar Rahmenbedingungen wären nicht schlecht. Davon gehe ich aus und ja, auf alle Fälle. Sehr gut, das freut mich. Traut sich noch jemand? Vielen Dank. Gerne. Ja, wir gehen gleich mal auf die andere. Ich gehe noch einmal vielleicht hier, schleich mich mal an. Ja, darf ich Sie fragen? Darf ich Sie fragen, woher kommen Sie? Aus welcher Stadt, aus welchem Ort? Ich komme aus Kiel, aus Schleswig-Holstein. Oder war ich vor kurzem? Weiß ich. Ja, ich glaub, der Motorschaden hat sich rumgesprochen, den ich mit dem örtlichen Abgeordneten... Für viele Gelächter gesorgt. Okay, wir reden aber heute über Ernährung. Was interessiert Sie an dem Thema? Warum haben Sie die Einladung angenommen? Neugierde. Und vielleicht auch so ein bisschen, weil in unserem Familienkreise die Diskussion Ernährung so ein bisschen läuft. Ich gehöre der alten Generation an, das muss ein Braten auf dem Tisch. Und die Enkel und auch die Kinder wollen dann fleischlos. Ja, das ist doch spannend. Das war der Anfang, weshalb ich sagte, guck mal, das passt doch in das Thema. Die Diskussion haben wir zu Hause. Ja, und dann können Sie die Diskussion, die Sie zu Hause führen, am Küchentisch ja auch hier in den Bürgerrat einbringen. Die haben mich noch nicht auf Linie gebracht. Nee, ja, das muss auch nicht sein. Ich habe ja gesagt, jeder soll seine Themen einbringen, auch Essgewohnheiten, das hat mit Tradition zu tun. Also das, aber trotzdem können vielleicht Argumente überzeugen. Wer weiß. Wir haben einen Weg gefunden. Jeder wird bekocht. Sehr gut. Vielleicht schaffen wir das dann auch im Bürgerrat, dass wir auch Ideen bekommen, wo sie sagen, dass alles irgendwie berücksichtigt wird. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Jetzt gehe ich noch mal schnell auf die andere Seite. Wer traut sich hier? Ah, da hinten ist schon jemand da. Gehe ich mal einmal rum. Ich heiße Helga Serig und komme aus Chemnitz. Und das ist ganz unser schönes Chemnitz, ne? Ja, das finde ich auch. Und ich habe das so, ich bin in den Briefkasten gegangen, habe mir nichts dabei gedacht und habe den Brief rausgeholt, angeguckt. Werbung im Papierkorb geschmissen. Und dann bin ich spazieren gegangen oder irgendwie und da habe ich gesagt, warte mal, so ein wischer Brief, die haben die Adler, der ist wichtig. Bin ich hoch, rausgenommen, geguckt, gelesen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, meiner Freundin gezeigt. Ich dachte, da interessieren diese Stoff hier. Ich sage, warte und ich bewerbe mich. Und ich bin genommen worden.
Ja, das ist doch schön, dass ich bei der sogenannten Lotterie den Bürgerrat gezogen habe, dass Sie alle hier sind. Herzlichen Dank. Und das haben Sie genau richtig gemacht, denn ich habe gehört, ich weiß nicht, wer von Ihnen dabei ist, wirklich jemand, oder es gab einige, die auch bei uns beim Bürgertelefon angerufen haben und das für einen Fake gehalten haben, also für eine Fehlmeldung. Ja. Mein Chef, der Theater mitspielt, der hat gesagt, das sind Betrüger und hat auch bei euch angerufen. Und da hat er gesagt, Heiko, und jetzt kannst du fahren. Er hat es bestätigt, dass es, das ist auch so, wir sind keine Betrüger, sondern wir beraten hier Ihre Themen sehr ernsthaft und ich schau mal, ob wir noch jemanden haben. Da haben wir noch jemanden, der Interesse hat, kurz mal Eindrücke zu schildern, als der Brief ankam. Ja, ich bin Brigitte Bernhard. Und ich war überrascht auch, habe aber gesagt, Ernährung ist ein Steckenpferd von mir. Und gefragt zu werden, mitwirken zu können, ist eine ganz tolle Sache. Und wir haben früher Schweine gezüchtet, aber privat mit kleinen Ferkeln und so. Ich habe ganz viele Ernährungsformen durch und esse heute vegetarisch. Und ich sage, jeder Mensch darf essen, was er möchte. Und ich möchte gerne für Aufklärung hier stehen, dass die Menschen wissen, was sie essen. Und dann dürfen sie mit Genuss das essen, was sie möchten. Übrigens, ich war schon in diesem Hause und ich wollte früher mal etwas besser machen und habe selber innerhalb der Partei kandidiert. Und ja, ich finde es ganz spannend, heute hier wieder zu sitzen. Ja, vielen Dank, dass Sie auch die Einladung angenommen haben. Sie dürfen, genau, also noch eine Schilderung, dann dürfen Sie natürlich, wer sich traut, auch eine Frage an mich stellen. Also es soll auch umgekehrt gehen. Aber jetzt haben Sie das Wort. Warum sind Sie hier heute? Na, ich bin Nils Kuhlseder. Für mich ist das Privat ein sehr, sehr großes Thema. Auch in der Familie immer ein großes Gesprächspunkt, warum ich jetzt wieder nicht mit esse. Und manchmal isst man mit, manchmal nicht. Was ist gesund, was nicht gesund. Ich habe selber schon alles probiert, von Carnivore bis vegan und bin zum Schluss gekommen, dass einfach eine gesunde, ausgewogene Ernährung das Beste ist und würde mich dafür gerne einsetzen. Ja, freut mich sehr, dass Sie sich hier einbringen. Hat denn jemand eine Frage an die Präsidentin? Traut sich jemand? Alles ist erlaubt. Oh, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht. Ja, da meldet sich jemand. Da drüben. Ich würde gerne wissen, was Ihr Herzensthema wäre, wenn Sie teilnehmen würden. Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, was, also bei mir wäre wirklich das Thema, also Lebensmittelverschwendung, finde ich, ist ein ganz zentrales Thema. Da reden wir ja auch hier im Deutschen Bundestag sehr, sehr oft drüber. Soll es Regeln geben? Oder wie können wir es auch mit staatlichen Regelungen schaffen, dass nicht so viel Lebensmittel verschwendet werden? Also wenn man sieht, was auch von großen Lebensmittelkonzernen, also wenn man selbst Lebensmittel eigentlich, was am Ende des Tages alles auch im Mülleimer landet, aufgrund bestimmter Vorschriften und so weiter. Das ist ein Thema, das würde ich zumindest mal diskutieren wollen. Was kann man dagegen tun? Weil uns das auch wirklich schon lange beschäftigt, auch unter Verbraucherschutzbedingungen, aber eben auch, weil diese Lebensmittel alle produziert werden und am Ende dann doch in der Mülltonne landen. Also das, finde ich, ist zumindest für mich ein ganz spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob Sie das auch diskutieren, das liegt bei Ihnen, aber es wäre zumindest eins, wenn ich jetzt Teilnehmerin wäre, würde ich das mit in die Diskussion bringen. Ich gucke mal die Moderation an. Wenn es keine mehr gibt, dann darf ich, glaube ich, noch einladen. Ne? Ich darf alles. Ich glaube, wir haben ein bisschen was aufgebaut da hinten. Das genau machen wir dann
nach unserer Podiumsdiskussion, genau. Gut, so. Dann bedanke ich mich erstmal, freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich sehe nur interessierte, motivierte Gesichter und dann freuen wir uns jetzt auf die Podiumsdiskussion. Super, herzlichen Dank. Vielen Dank. Eingeladen für Sie, jetzt ist das Mikro an, wir haben für Sie eingeladen aus allen Fraktionen, die im Deutschen Bundestag vertreten sind, Politikerinnen und Politiker hier auf das Podium. Ich lege mal das eine Mikro hier schon mal hin. Und rufen Sie jetzt nach vorne in der Reihenfolge nach der Größe der Fraktionen. Und als Erste bitte ich Marianne Schieder von der SPD hierher. Sie können sich einfach einen Platz. Ach nee, die sind schon da so. Genau, gerne hier. Frau Schieder ist die Vorsitzende der Berichterstattergruppe. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Parlamentariern, die diesen Prozess von wäre es nicht eine gute Idee, vielleicht mal einen Bürgerrat zu machen, bis heute, wo er eröffnet wird, begleitet haben. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ja, damit ein herzliches Willkommen und auch nochmal ein herzliches Willkommen an den Stream, denn wir sind ja heute nicht alleine, auch vor den Bildschirmen sind noch einige, die diese Eröffnungsveranstaltung heute mitverfolgen im Parlamentsfernsehen. Und da wollen wir natürlich auch nicht alleine bleiben und auch nicht alleine mit Ihnen, Frau Schieder, sondern wir haben noch weitere Abgeordnete eingeladen aus allen Fraktionen der im Bundestag vertretenen Fraktionen. Und als Nächstes möchte ich auf die Bühne bitten, Albert Stegemann. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Kommen Sie hoch zu uns. Sie sind aus dem Wahlkreis Mittelems aus Niedersachsen, denn auch unsere Abgeordneten sind wie unsere teilnehmenden Bürgerräte und Bürgerrätinnen aus ganz Deutschland verteilt hier heute bei uns. Sie sind in der agrarpolitische Sprecher in der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Ernährung und Landwirtschaft, also auch thematisch nah dran, und Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Herzlich willkommen. Ja, die Abgeordneten kommen auch aus überall in Deutschland, genauso wie Sie, liebe Teilnehmende. Aber Bayern ist sehr stark vertreten, denn der nächste Gast bei uns auf dem Podium, Herr Eckert von den Grünen, ist ebenfalls aus Bayern, aus dem Wahlkreis Freising. Auch er gehört zu dieser Berichterstattergruppe, ist sozusagen schon lange mit diesem Thema Bürgerräte unterwegs. Und ansonsten habe ich ihn nur aufgeschrieben, stellvertretender Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, das heißt auch viel Ahnung von Finanzen. Ja, und Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat. Genau, als Nächstes auf die Bühne bitten. Möchte ich Konstantin Kuhle, kommen Sie gerne hoch zu uns aus dem Wahlkreis Göttingen in Niedersachsen, stellvertretender Vorsitzender der FDP, Bundesfraktion, Obmann der Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit. Schön, dass Sie da sind. Manche kommen von sehr weit her, manche haben nur einen ganz kurzen Weg aus ihrer Heimat. Das trifft auch für die Abgeordneten zu. Wir haben auch einen Vertreter aus Berlin und das ist Dr. Götz Frömmig von der AfD. Er ist Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion und Mitglied auch des Fraktionsvorstands. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und zuletzt Gökay Akbulut aus dem Wahlkreis Mannheim in Baden-Württemberg. Kommen Sie gerne auch hoch zu uns. Sie sind Integrations- und Migrationssprecherin für die Linke im Bundestag, Obfrau im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement, im Familienausschuss und auch Mitglied der Begleitgruppe, die diesen Bürgerrat politisch begleitet. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Bleib stehen. Ich stehe lieber. Jetzt steht hier auf meinem klugen Zettel Einordnung.
Ich soll Ihnen also erzählen, warum sind Sie heute hier? Das haben wir Ihnen eigentlich auch schon geschrieben. Und ich soll es auch Ihnen erzählen, warum Sie hier sind. Das haben wir Ihnen, glaube ich, auch geschrieben. Aber trotzdem versuche ich noch mal, das ganz kurz zu machen. Es gibt einen sogenannten Einsetzungsbeschluss. Der Deutsche Bundestag hat abgestimmt und gesagt, ja, wir wollen einen Bürgerrat haben. Etwas später kam auch das Thema dazu, Ernährung im Wandel und was ist die Rolle des Staates eigentlich dabei? Sie, das hat die Bundestagspräsidentin schon in ihrer Ansprache, in ihrer Begrüßung Ihnen gesagt, Sie sind ausgewählt, nicht um Wissenschaft zu ersetzen oder Politiker zu ersetzen, sondern weil wir ein Alltagsbild brauchen, Alltagserfahrung, vielfältige Lebensbedingungen, die ungefiltert auch mal wahrzunehmen und auch miteinander in Kontakt zu bringen, um dann zu wissen, was ist denn da für ein Meinungsbild in der Bevölkerung eigentlich? Wie und soll sich der Staat überhaupt einmischen? Am Ende werden wir also dieses Meinungsbild haben, auch ein differenziertes Meinungsbild, und es werden auch konkrete Handlungsempfehlungen da sein. Das ist aber noch ein sehr weiter Weg bis dahin. Unsere Ziele für heute Abend sind sehr viel kürzer gesteckt. Wir möchten, dass Sie sich kennenlernen, dass Sie aber auch Politik kennenlernen. Denn ein Bürgerrat heißt auch, dass das Wahlvolk sozusagen mit den gewählten Vertretern auch zusammenkommt, dass sie das gleiche Thema haben. Sie werden Empfehlungen machen, sie werden das entgegennehmen und sich damit auseinandersetzen. Und heute haben Sie die Möglichkeit, wirklich direkt mit Politikern zu sprechen. Das ist wunderbar, sich darüber auszutauschen, aber nicht nur so auszutauschen, was man gerne isst. Da hätte ich auch zum Emsland noch viel zu sagen. Machen wir nachher. Sondern auch darüber ein genaueres Bild zu gewinnen. Was ist genau Ihre Aufgabe? Was ist Ihre Rolle? Und so wollen wir jetzt anfangen. Ja, der Bürgerrat entfaltet seine Wirkung mit der Qualität seiner Ergebnisse und daran knüpfen auch die Erwartungen an, die an diesen Bürgerrat gestellt werden. Und wir wollen nun eine Eröffnungsrunde machen und wollen von Ihnen hören, welche Erwartungen haben Sie denn an den Bürgerrat und wie ist dann Ihre Position dazu? Und Frau Schieder, Sie als Vorsitzende der politischen Begleitgruppe, was sagen Sie denn? Was sind denn Ihre Erwartungen? Ja, wir wollen wissen, wie die Menschen in Deutschland denken zum Thema Ernährung. Welche, ein Teil der Fragen, die sich da auftun, sind ja auch schon angesprochen worden. Aber was denken die Menschen und wo denken sie, sollte der Staat gesetzliche Vorgaben machen? Sollte der Staat sich einmischen? Wo sollte sich der Staat raushalten? Und wir hoffen, dass wir gute Erkenntnisse aus ihren Diskussionen gewinnen können. Aber wir sind nicht festgelegt in dem, was wir hören wollen oder wissen wollen. Deswegen gibt es ja den Bürgerrat, damit wir was anderes hören als das, was wir uns vielleicht vorstellen oder was wir vielleicht denken, dass die Menschen denken. Also Sie haben die große Chance, uns zu beeinflussen. Herr Stegemann, wie sehen Sie das? Was ist Ihr Eingangsstatement? Ganz anders, weil ich finde, man sollte Ihnen sehr viel Respekt entgegenbringen. Sie stecken sehr viel Arbeit in diesen Bürgerrat. Sie treffen sich 9-mal, 6-mal online, 3-mal physisch. Und das machen wir, es heißt ja auch nicht umsonst Bürgerrat. Es ist ja der Rat des Bürgers. Und wir haben in der Tat viele Diskussionen, die uns auch im Ernährungsausschuss beschäftigen. So ist es zum Beispiel immer wieder eine ganz entscheidende Frage. Der Bürger hat in Umfragen eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie Ernährung in Deutschland stattfinden sollte, auch wie Landwirtschaft stattfinden sollte, entscheidet sich aber ganz anders, wenn er einkauft. Und wie können wir diesen Konflikt lösen? Ja, also die Zukunftskommission Landwirtschaft hat in der Vergangenheit dort auch gute Ergebnisse erarbeitet. Ich glaube, dass wir manchmal als Politiker sind wir dann ein Stückchen weit in so einer Blase und wir sind dann manchmal gefangen in unseren Statements, die wir dann abfeuern. Und ich erwarte mir, dass es neue Impulse gibt und begegnet das mit derselben Offenheit, wie die Kollegin der SPD das tut und hoffe, dass wir durch ihre Beratung klüger werden und bessere Entscheidungen treffen. Wow. Hohe Erwartungen. Vielen Dank. Herr Eckert, wie sehen Sie das? Was sind Ihre Erwartungen an den Bürgerrat? Also ich habe keine inhaltlichen Erwartungen, weil ich will offen sein für das, was kommt. Aber ich möchte oder ich hoffe, dass wir jetzt, wo wir das Instrument zum allerersten Mal testen, dass Sie uns sozusagen überraschen
Ja, es gibt viele, die auch Kritik geäußert haben an dem, wie es hier zustande gekommen ist, wie die Regeln sind. Und meine Hoffnung ist, dass wir die Kreativität von Ihnen allen unterschätzen, dass neue Perspektiven rauskommen, die vielleicht gar nicht im politischen Alltag entstanden wären, weil wir ja manchmal wirklich in bestimmten Rahmen stecken und Sie sozusagen dieses Instrument zum Leben erwecken. Deswegen testen wir es ja jetzt auch zum ersten Mal und das ist meine große Hoffnung und das ist Ihre große Chance. Auch als Chance für Sie. Wunderbar, vielen Dank. Ja, Herr Kuhle, wie sehen Sie das? Wie ist Ihre Position zum Bürgerrat? Also ein solcher Bürgerrat ist ja was ganz Besonderes, weil Menschen aus dem ganzen Land ausgelost zusammenkommen, die sich vorher noch gar nicht kannten. Und insofern wünsche ich nicht nur uns gute Erkenntnisse, sondern Ihnen allen auch einfach eine gute Zeit. Und vielleicht lernen Sie ja nette Menschen kennen, mit denen Sie sich über politische Fragen, Ernährungsfragen irgendwie austauschen wollen. Und wenn daraus dann gute Ideen für die Politik entstehen, dann ist das, glaube ich, für unser Land ein schönes Experiment, eine schöne Innovation, ist was Neues. Ja, sowas hat es im Deutschen Bundestag noch nicht oft gegeben. Und insofern ist das erstmal eine gute Sache. Mir ist aber eines wichtig, und das ist, dass wir, die wir hier oben stehen, auch Bürgerinnen und Bürger sind. Und ich wundere mich über manche Formulierung, in der unterstellt wird, jetzt haben Sie einmal die Chance, mit Politikerinnen und Politikern zu sprechen. Also diese Chance haben Sie eigentlich immer. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind jetzt nicht mehr hier in Berlin, weil sie auf dem Weg in ihre Wahlkreise sind und unterhalten sich dort mit Bürgerinnen und Bürgern. Und es ist sogar so, dass wir in Deutschland alle 4 Jahre eine Wahl veranstalten, wo alle Politikerinnen und Politiker abgewählt werden können. Ich bin 2017 in den Deutschen Bundestag eingezogen, in einer Fraktion, da waren 80 Leute und 2/3 waren vorher noch nie in irgendeinem Parlament. Und da sind welche dabei gewesen, sie sind nicht wiedergewählt worden 4 Jahre später. Also es kann sogar sein, dass in 4 Jahren wir da unten sitzen und Sie hier oben. Das ist nämlich der Sinn einer Demokratie. Also ich freue mich auf diesen Bürgerrat und finde das total super, aber bitte glauben Sie nicht, dass sozusagen das hier die einzige Chance ist, wo man mal einmal die Chance hat, dass Politik und Bürger in Kontakt miteinander kommen. Der Deutsche Bundestag ist das Parlament auf der Welt, wo die meisten Bürgerinnen und Bürger ein- und ausgehen. Besuchergruppen, ganz tolle Sachen hier diskutieren mit Politikerinnen und Politikern. Und sie selber sind der Träger der Souveränität in diesem Land. Im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und sie können uns jederzeit abwählen und selber Politikerinnen und Politiker werden. Wir leben in einer Demokratie und morgen kann alles ganz anders aussehen. Und das ist mir wichtig, dass wir das nicht vergessen. Dankeschön. Ich gehe noch einen Schritt weiter nach links. Herr Frömmig. Was ist Ihre Meinung? Das wird von da hinten geregelt, so, jetzt automatisch. Jetzt Nummer 5 an. Ja, vielen Dank. Auch wir freuen uns sehr, dass Sie alle hier sind, wobei ich ehrlich sein möchte, wir waren skeptisch, was den Bürgerrat anbelangt und wir sind es noch, das ist bitte nicht persönlich zu verstehen, sondern in Bezug auf das Instrument. Und ich darf vielleicht eingangs sagen, woher diese Skepsis rührt. Wir hätten uns einen viel größeren Bürgerrat gewünscht, nicht mit nur 160 Teilnehmern, sondern im Idealfall mit 60 Millionen und das hätte man dann Volksentscheid genannt. Wir glauben, dass dieser Bürgerrat, um mal in unserem Bild zu bleiben, weder Fisch noch Fleisch ist. Es ist also kein echtes Parlament. Sie werden keine wirklichen Entscheidungen treffen. Aber es ist eben auf der anderen Seite auch kein Volksentscheid. Und wir hoffen nicht, dass es am Ende zu Frust führen könnte, wenn eben die gewählten Abgeordneten sich das, was ihnen zufällig in Kram passt, dann herauspicken und dem zustimmen und anderes dann in der Schublade verschwindet. Aber ich bin gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. Vielleicht ist diese Skepsis ja auch unbegründet gewesen am Ende. Insofern erstmal herzlich willkommen auch von unserer Seite. Dankeschön. Und Frau Akbulut, Sie stehen jetzt an letzter Stelle in dieser Eingangsrunde. Was erwarten Sie vom Bürgerrat?
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch, heute hier zu sein und den gesamten Prozess mitzuverfolgen. Es ist ja auch wirklich sehr, sehr spannend, überhaupt das Instrument weiterzuentwickeln. Und ich denke, es geht ja auch darum, die parlamentarische Demokratie zu stärken. Und wir haben ja als Partei unterstützen wir Volksbegehren, Volksinitiativen, Bürgerbegehren. Und es gibt ja auch auf kommunaler Ebene und auf Länderebene entsprechende Erfahrungen. Deswegen freue ich mich auch auf den Bürgerrat. Und ich glaube, wir können uns auch an internationalen Erfahrungen orientieren. Irland hat sehr gute Erfahrungen zum Beispiel gemacht mit dem Instrument der Bürgerräte zu vielen verschiedenen Themengebieten. Deswegen denke ich, dass es ein sehr erfolgreiches Instrument auch sein wird, weil es ja letztendlich darum geht, die parlamentarische Demokratie zu stärken. Bürgerinnen haben ja im Grunde genommen zwischen den Bundestagswahlen lediglich nur über den Petitionsausschuss die Möglichkeiten, auch Themen an den Bundestag und an das Parlament heranzutragen. Aber mit dem Bürgerrat wird ein neues Instrument nochmal eingesetzt. Und also ich freue mich natürlich auch auf die Ergebnisse und auf die Handlungsempfehlungen, gerade das Thema Ernährung ist ein sehr komplexes Thema. Aber für mich als Parlamentarierin geht es auch darum, Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung zu dem Thema mitzuverfolgen. Etwa 20% der Bevölkerung in Deutschland lebt in Armut. Und es geht ja um die Frage, wie schaffen wir es als Gesellschaft, gesunde und bezahlbare Ernährung für alle Menschen in unserer Gesellschaft zu organisieren. Deswegen freue ich mich auf die Ergebnisse und freue mich auch heute hier zu sein. Dankeschön. Auch für dieses Eingangsstatement auch noch mal ein eigener Aspekt, soziale Aspekte auch bei der Ernährung. Da kommen auch schon wieder Ideen, was Sie als Themen vorschlagen können, aber so weit sind wir heute noch nicht. Ja, vielen Dank an diese erste Runde. Jetzt haben wir schon einige Aspekte gehört, aber uns interessiert natürlich oder vielleicht interessiert Sie auch untereinander, was Sie denn so gedacht haben, was denn eigentlich Ihre Erwartungen so sind und was Sie jetzt auch aus dem Gehörten vielleicht schon ja, für Ideen hatten oder darüber denken. Und dafür wollen wir Ihnen jetzt einen kurzen Moment Zeit geben. Sie können sich 5 Minuten lang mit Ihrem Sitznachbarn oder Ihrer Sitznachbarin austauschen, können sich dabei auch noch mal kurz ein bisschen näher kennenlernen und einfach über die Aspekte sprechen, über Ihre Erwartungen und auch dabei schon Fragen, die Sie dann an das Podium haben, sammeln, besprechen und dann machen wir gleich eine Runde, wo Sie auch Ihre Fragen hier stellen können. Also jetzt ist hier 5 Minuten lang im Raum ein ziemliches Gebrabbel, weil alle miteinander sprechen. Das heißt für unsere Zuschauer im Livestream, vielleicht haben Sie ja auch jemanden zu Hause, mit dem Sie sich darüber unterhalten können. Das können Sie jetzt nicht hier einbringen, aber auch zu Hause lohnt sich miteinander reden. Es geht hier in 5 Minuten weiter mit der Podiumsdiskussion. Sind Sie dran? Drehen Sie sich nach links und nach rechts und sprechen Sie miteinander.
jetzt muss ich ganz viel lauter sprechen, weil alle so schön miteinander reden. Da wir aber wie bei jedem guten Beteiligungsverfahren ein wenig unserem Zeitplan hinterherhinken, muss ich Sie jetzt doch, das funktioniert aber wunderbar, ganz schnell zur Ruhe bringen. Ja, nun sind wir ganz gespannt. Was sind Ihre Erwartungen denn an den Bürgerrat? Da bin ich ganz gespannt. Wir haben wieder Mikros unten. Will jemand mal berichten? Nur Mut. Sehr gut, da sehe ich schon eine Wortmeldung. Da hinten in dem Hemd, kariertes Hemd. Ja, grüß Gott. Ich komme aus Garmisch-Partenkirchen. Ich bin sehr interessiert an der ganzen Veranstaltung. Ernährung spielt eine große Rolle bei uns in der Familie. Wir haben Veganer, wir haben Vegetarier, wir haben Fleischesser, also querbeet. Und wir schreiben es keinen vor, er macht es freiwillig. Wichtig wäre mir eigentlich die Kennzeichnung der Lebensmittel. Dann, Frau Bahls hat es angesprochen, einfach die Verschwendung. Dann liegt mir am Herzen Kinder, dass die das von klein auf schon lernen, was ist gesund, was ist nicht so gut. Dass man das ganz einfach den Kindern beibringt. Also es gibt schon viel mehr, ich könnte noch viel mehr sagen, bleibt nicht. Aber was ich auch wissen möchte, ist, wie werden die Gruppen eingeteilt, was sind die Schwerpunkte. Ich glaube, das war jetzt auch was, was wir hier in der kleinen Gruppe hier so gehabt haben. Es würde uns alle interessieren. Danke. Ja. Dankeschön. Die Schwerpunkte werden Sie selber setzen und die Gruppeneinteilung machen wir morgen. Aber ich sehe hier noch eine Wortmeldung. Ja, hallo. Also ich kann mich dem auch nur anschließen. Ich finde, jeder sollte das essen dürfen, was er gerne hat. Aber die Kinder sollten wirklich von klein auf mal lernen, gesund zu essen. Das ist so schlimm. Es wird so gespart, auch in den Schulkantinen oder im Kindergarten. Das ist das billigste Essen. Das wird alles aus Tüten zusammengerührt, sodass die Kinder schon von klein auf an die chemischen Zusätze gewöhnt werden und die normalen Nahrungsmittel oder mal in eine Paprika beißen. Dieses Geschmackserlebnis können die gar nicht haben. Also das geht denen völlig ab. Die mögen dann kein Gemüse und ich meine, es gibt so viele einfache Rezepte. Und ich finde auch in der Schule müsste es wieder sowas wie Kochkurse geben. Warum lernen die Kinder in der Schule nicht, wie man sich gesund ernährt? Ja. Dankeschön. Da sind schon zwei, die dieses Thema auch schon ein bisschen pushen. Da hinten war ganz früh eine Meldung, dann auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, für mich ist es irgendwie tatsächlich die Frage, ob man oder ob wir im Bürgerrat nicht mehr mit Anreizen machen können als mit Gesetzen. Also Herr Stegemann hat das eben so schön geschildert. Es gibt halt so das eine, was in Umfragen rauskommt und das andere, was im Warenkorb landet. Und da gibt es ja einen Grund, dass so viel anderes im Warenkorb landet, als in Umfragen eigentlich gerne im Warenkorb landen sollte. Und das ist häufig zum Beispiel der Preis, der das ausmacht. Und ich denke, da ist ein ganz guter Ansatz eigentlich, den man vielleicht auch ohne irgendwelche verbietenden Gesetze nutzen könnte, um dadurch auch eine Änderung in der Bevölkerung hervorzurufen. Ja, schon ein Statement. Ja, vielen Dank dafür und Sie merken es selber, wir steigen ganz tief schon thematisch ein, wir sprechen sehr viel inhaltlich, wir werden an diesem Wochenende auch noch viel inhaltlicher werden und haben dafür auch noch Expertenbeiträge und alles dieses Wochenende für Sie vorbereitet und auch in den nächsten Sitzungen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen die Frage mehr in Richtung der Erwartungen an das Instrument. Was erwarten Sie denn vielleicht auch von der Politik, was Ihre Empfehlungen angeht? Was sind denn Fragen, die Sie haben, was den Umgang mit den Bürgerrat angeht und den Umgang mit diesem Beteiligungsprozess angeht. Was denken Sie dazu oder was sind da auch Ihre Eindrücke? Ja, ich denke, das ist einfach eine große Chance für alle Beteiligten und ich weiß nicht, ob wir auch mit unserem ersten Bürgerrat so eine Art Benchmark setzen können für weitere Bürgerräte, weil je nachdem, was wir so zustande bringen, haben wir einen Leitfaden für kommende Bürgerräte, die dann auch sehen, okay, der Erste hat schon die Hütte gerockt, das heißt, die Nächsten können das auch. Ja?
möchte noch etwas sagen zu dem Beitrag von Herrn Frömming. Ich verstehe uns als Bürgerrat so, dass wir inhaltlich was erarbeiten, sehr viel Zeit haben, um wirklich Themen inhaltlich tief zu behandeln. Und ich sehe den Unterschied zu einem Volksentscheid, dass da jeder seine Meinung abgibt. Und deshalb freue ich mich, dass es diesen Bürgerrat gibt und wir inhaltlich diskutieren dürfen. Und anschließend ist die Politik gefordert, zu sagen, nicht nur heute zu sagen, wir achten drauf, was erarbeitet wird, sondern wir sind dann auch kritisch zu gucken, was wird aufgegriffen, war unsere Arbeit wirklich wertvoll. Danke. Ja, das ist die Auftragsklärung, sozusagen den Auftrag abklären. Die Politik beauftragt Sie, da Empfehlungen zu entwickeln, und Sie haben jetzt die Chance, zurückzufragen, ja, und auch Ihre Erwartungen und Wünsche zu äußern. Aber ich habe gesehen, da gibt es noch eine Meldung. Ja, ich finde es auch ganz interessant, hier mal mitzumachen, weil es gibt ja auch unterschiedliche, ja, also Deutschland ist ja unterschiedlich gestaffelt, was das Geld angeht. Und deswegen finde ich das auch das Thema ganz gut, dass man halt auch Armutsgrenze halt nicht mal so krass hat. Und ja, genau, dass wir da halt auch ins Thema nochmal gehen und diskutieren, wie können wir die Armut halt verhindern und wie können sich Kinder wirklich gesund ernähren von klein auf und wie bringt man denen das wirklich bei und Kochkurse und so weiter. Genau, finde ich gut. Ist vielleicht in den kleinen Gruppen, in dem zu zweit reden, auch eine Frage aufgetaucht? Wir haben hier lauter interessante Politikerinnen und Politiker mit ein bisschen unterschiedlichen Meinungen auch zu dem, was wir hier vorhaben. Ja. David? Melden Sie sich ruhig ein bisschen länger. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das von hinten zu sehen. Ich würde gern wissen, also es wird immer davon gesprochen, wird der Bürgerrat erfolgreich sein oder nicht. Das ist ja ein Pilotprojekt, wir wissen es alle. Wie wird denn von Ihnen aus definiert, was als erfolgreich oder nicht erfolgreich gilt? Gute Frage. Ja. Dann nicken alle. Schau mal in die Runde. Wer möchte dazu? Herr Eckert. Darf jeder? Leute ja, auch gern. Der Vorsitzenden hier nicht zu schnell das Mikro wegnehmen. Also für mich ist es ein Erfolg, wenn verschiedene Dinge passieren. Also es gibt, glaube ich, verschiedene Ereignisse sozusagen, die ja daraus folgen können, die einen Erfolg indizieren. Und einer wäre zum Beispiel, wir haben ja beschlossen, dass wir im Plenum des Deutschen Bundestags über die Ergebnisse diskutieren. Ich glaube, das ist schon mal ein erster kleiner Erfolg, und dann geht es in die Ausschüsse. Und da haben wir aber noch nicht definiert, was dann mit dem Bürgergutachten passiert. Und für mich wäre es ein großer Erfolg, wenn dann die Abgeordneten, die im Landwirtschaftsausschuss und im Ernährungsausschuss drin sitzen, dann nicht nur, wie es bei einer normalen Bundestagsvorlage ist, vielleicht sogar ohne Debatte einfach ablehnen oder Überweisung beschließen, sondern dass sich da dann wirklich mit den Ergebnissen in jeder Fraktion auseinandergesetzt wird und da formuliert wird, wo ist man dabei und wo ist man auch nicht dabei. Und wir dann mit diesem differenzierten Meinungsbild, was die einzelnen Fraktionen gut fanden und was schlecht fanden, dann nochmal ins Plenum zurückkehren. Das wäre für mich ein wirklicher Erfolg, weil wir dann genau sehen, okay, was kommt aus diesem Bürgerrat und was ist denn das Besondere jetzt in der politischen Gewichtung? Und ich glaube, dann hätten wir schon einen ganz großen Erfolg gemacht. Und der absolute Bonus wäre, und das kann man nie voraussagen, wenn Sie auf eine Idee kommen, die so innovativ ist, an die wir überhaupt noch nie gedacht haben, und das passiert vielleicht nur in einem von 1000 Bürgerräten, aber diese Chance sollten wir nicht aufgeben, dass sie auch bei Ihnen passieren kann. Und das wäre natürlich ein absoluter Kracher. Dankeschön. Es hatten sich
Sie müssen auch wissen, ob Sie das für einen guten Erfolg halten, Ihre Empfehlung, wenn es so differenziert, differenziertes Meinungsbild, differenzierte Auseinandersetzung. Frau Schieder, Herr wollte aber auch noch etwas dazu sagen, zu der Frage des Erfolgs. Also ich glaube, Sie brauchen... Und Herr Kuhn, also das war der Treffer, diese Frage schon mal. Also ich glaube zunächst einmal, Sie brauchen überhaupt keine Angst davor zu haben, dass dieser Bürgerrat keinen Erfolg haben wird. Weil das merkt man ja jetzt schon an den Beiträgen, dass es vielen Menschen so richtig auf der Seele brennt, ihren Aspekt in die Diskussion mit einzubringen. Und dann wird es auch wirklich der Querschnitt des Denkens in der Bevölkerung sein. Ich persönlich hoffe, dass viele von Ihnen aber merken, dass Politik nicht so einfach ist, wie man sich das gelegentlich vorstellt. Und dass Politik wirklich oft eben die schwere Aufgabe hat, die sie jetzt auch haben werden, nämlich aus den vielen einzelnen Meinungen einen Weg zu finden, der für alle passend ist, wo man es natürlich selbstverständlich nicht jedem recht machen kann. Und hoffentlich gehen Sie nach Hause und sagen, das war nicht das letzte Mal, dass ich mich in die Politik eingemischt habe. Ich entscheide mich jetzt, hinzugehen zu politischen Veranstaltungen. Ich gehe vielleicht selber in eine Partei. Und ich habe erkannt, Demokratie wird es nur geben, wenn wir uns alle drum kümmern. Und da bin auch ich gemeint und nicht nur immer die anderen. Ja, vielen Dank. Herr Stegemann, Sie sitzen in dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, den Herrn Eckert gerade genannt hat. Was schätzen Sie, wie wird sich dieser Ausschuss und wie wird sich auch die Fraktion mit den Ergebnissen des Bürgerrats auseinandersetzen? Es liegt ja logischerweise in der Natur der Sache, dass es unmöglich ist, jetzt einen Erfolg vorwegzunehmen. Das ist ja die Offenheit, die wir ja brauchen. Das macht Sie ja aus. Das ist ja quasi Ihr Wesen, sozusagen, dass Sie uns helfen, out of the box zu denken. Ja, das ist ja genau das Experiment. Also von daher wäre es ein Stückchen weit unehrlich zu sagen, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das ein Erfolg wird. Ich habe den Mut zu sagen, ich weiß es nicht. Es ist einfach die Offenheit, aber ich motiviere Sie. Und wenn Sie später wirklich Konzepte, und das ist hier doch einige Male vorgebracht worden, dass man konzeptionell arbeiten will, und wenn Sie Konzepte liefern, auf die wir noch nicht gekommen sind, oder auch wenn Sie uns einfach nur in eine neue Diskussion bringen und auch eine neue Diskussionskultur, dann sind Sie sowas wie mindestens sowas wie eine neue Fraktion. Ich habe das ja erlebt, auch in Regierungszeiten, auch in Zeiten der Opposition, wie gut es tut. Das geben wir nicht immer zu, wir Politiker. Da sind wir nicht immer ehrlich. Aber manchmal hat natürlich auch die Regierung recht. Und wenn man in der Regierung ist, hat auch manchmal die Opposition recht. Man kann daraus lernen. Und Sie haben eben die Möglichkeit, unser politisches Betriebssystem ein Stückchen weit mitzubespielen. Und dazu will ich Sie motivieren, das zu tun. Und man kann erst am Ende einen Strich drunter machen und sagen, das war ein Erfolg oder das war es nicht. Aber ich hoffe, dass es ein Erfolg wird. Frau Agudut, Sie hatten sofort gezuckt, als die Frage nach dem Erfolg kam. Also ich denke, für die Oppositionsarbeit oder für die Opposition ist es auch natürlich wichtig, welche Ergebnisse der Bürgerrat erarbeitet und man dann auch darauf Bezug nehmen kann. Ich meine, wir haben ja, je nachdem welches Themengebiet, wir haben ja verschiedene Ausschüsse und die jeweiligen Fachpolitikerinnen. Aber dann geht es ja darum, wie wir es schaffen bei Thema Ernährung jetzt zum Beispiel. Also es ist ja wirklich sehr, sehr, also da ist ja die Lebensmittelindustrie dabei, die Agrarindustrie dabei, die Werbeindustrie. Also allein das Thema Kennzeichen, es ist zum Beispiel sehr wichtig. Und ich denke, für die Opposition ist das auch nochmal wichtig, auch darauf zurückzugreifen, auf die Ergebnisse des Bürgerrates und auch vielleicht eine Öffentlichkeit auch herzustellen, um halt entsprechende Maßnahmen auch zu befürworten und auch Druck auf die Regierung auszuüben, dass zum Beispiel gesunde Ernährung auch bezahlbar sein muss. Also da gibt es viele verschiedene Maßnahmen und die kann man ja auch entsprechend auch im Rahmen des Bürgerrates erarbeiten. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen hier? Sie sehen, manchmal treffen Sie, da sehe ich eine Frage. Nehmen wir erstmal diese. Hallo, guten Tag, Damen und Herren. Mein Name ist Nikolai. Ich bin glücklich, dass ich bin hier für Bürgerrätin. Und ich habe eine Frage, bitte. So, ich denke, dass Deutschland ist ein deutscher Staat, demokratischer Staat und so.
aber sind viele Mitarbeiter in der Stadt. Wer macht nicht seine richtige Arbeit, seinen richtigen Job? Das ist richtig. Und das ist die Wahrheit. Tut mir leid, ich sage. Ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Söhne, eine Tochter. Meine Tochter ist jeden Tag auch Gemüse und das Leben. Mein Sohn manchmal braucht Fleisch und so. Und die Preise sind zu viel teuer und sind teuer. Und unsere Lohnschein von Arbeitgeber. Manchmal, ich habe ein Jahr gearbeitet mit Leitarbeiter in der Firma und so. Manchmal bringe ich, ich kann nicht sagen, mal, sie weiß, was ich muss erzählen und das ist wichtig. Ja. Und ich habe nur eine gute Frage für die ganze Bürgerinnen und Bürger und für politische Leute. Wie kann ein Mensch in Deutschland einen Handyvertrag zu abschließen, legal auf 24 Monate, und war verhaftet, 6 Jahre in Haft. Der Urteil war nur 10 Monate. Tut mir leid, das ist richtig. Meine ganze Familie war verhaftet, legal. Und das ist richtig, das ist die Wahrheit. Und war richtig. Und tut mir leid, ich habe hier alles dabei, alle Beweise. Meine Handyvertrag und alles so. Ich arbeite und Finanzhaus brauchen bis zum heute will seine Forderung, offene Forderung von mir. Ich arbeite wegen diesem Geld. Nikolai, vielleicht klären wir diese Frage hinterher nochmal, weil wir jetzt halt uns dem Thema Ernährung auch nähern. Und das war eine große Unterstützung auch für Sie, Frau Akbulut. Ja. Ich habe auch im Restaurant Gastronomie gearbeitet, im Bundesplatz, in Alexanderplatz, in Weihnachtsmarkt. Ja. Ich habe gearbeitet. Ich habe auch inventiert, ein Teiggebäck, Mehlteiggebäck Ja. Und habe ich richtig gemacht. Und habe ich seit 3 Monaten gearbeitet da. Und alles war fröhlich. Ich habe das Liebenfleisch gemacht. Ich habe Paprika gemacht für Leute. Ja. Und alle Leute gesagt, ich habe Spaß bei Arbeit und so. Und habe ich alles gut essen. Ich sagte, wo gut essen? Von wo kommt dieses Essen? Ich habe ihnen gesagt, dieses Essen habe ich ein Gemisch gemacht aus Spanien und Deutschland und Rumänien. Und habe ich gemischt. Sprechen Sie auch ein wichtiges Thema nochmal an. Ja. Essen, Ernährung ist auch etwas, Sie haben gesagt Heimat, das war die Currywurst, aber unsere Heimaten sind noch viel weiter verteilt. Man ist sehr mit seiner Heimat auch über Essen verbunden. Jetzt sage ich es, Kohl und Pinkel, das ist für mich ein Heimatessen, Grünkohl. Ja. Und für andere ist es eben Paprika, und da höre ich ein Klatschen dazu. Das wird vielleicht auch ein Thema sein, das uns beschäftigen wird, auch was das bedeutet für die Menschen, die hier sind und die vielleicht an ihre Ernährung nicht so rankommen oder sie mitteilen wollen. Wir werden das sehen. Wir sind sehr gespannt auf den morgigen Tag, wo wir uns noch mal genauer damit beschäftigen wollen, was bewegt Sie eigentlich, was wollen Sie besprochen haben. Danke nochmal auch für diesen weiteren Aspekt. Sind noch weitere Fragen hier im Raum? Da sehe ich da hinten. Ah, ja. Und hier ist noch der Herr im weißen Hemd. Vielleicht fangen wir mit dem Herrn im blauen Hemd an. Jawohl, guten Abend. Ich hätte eine Frage persönlich, wenn wir jetzt über diese Bürgerrat und das Thema Ernährung sprechen, inwieweit Sie glauben, dass die Politik eingreifen sollte. Also Sie persönlich, in welchem Sinne es für Sie in Ordnung wäre, sagen wir jetzt mal, dass die Politik das Recht hätte, Fleisch zu verbieten. Mal so im Groben gesprochen, ob das für Sie, wie weit das für Sie in Ordnung wäre. Gut, ein provokantes Thema. Herr Frömming. Ja, fange ich gerne mal an. Also Eingriffe sehen wir und ich persönlich grundsätzlich als schwierig an, skeptisch an. Also Verbote schon mal gar nicht. Essen ist eine sehr persönliche Entscheidung, ähnlich wie Gesundheitsfragen. Da meinen wir, das ist Sache eines jeden Einzelnen, was er oder sie ist. Es gibt aber andere Möglichkeiten, wo der Staat, glaube ich, sehr wohl eingreifen könnte. Und das klang ja eben auch an in dem Beitrag, über den wir jetzt ein bisschen hinweggegangen sind. Gesundes Essen generell ist für viele Menschen zu teuer. Und da hätte der Staat schon Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass gerade gesundes Essen billiger wird. Also da wäre ich schon für Eingriffe, wenn es darum ginge. Gut, Herr Kuhle, wie sieht es bei Ihnen aus? Die Frage war, wie... Also mir ist grundsätzlich wichtig, dass
viele Menschen, die meisten Menschen, viel klüger sind, als man das manchmal so glaubt. Also was gesundes Essen ist, wie man sich ernähren muss, damit irgendwie man nicht krank wird. Ich glaube, das ist sehr viel mehr Menschen klar, als das in der Öffentlichkeit mitunter der Eindruck erweckt wird. Und oftmals spielen ökonomische Gründe oder auch Fragen wie Stress, wie packt man sowas in einen vollgepackten Arbeitstag rein, gesunde Ernährung, spielt eine viel größere Rolle bei der Frage, kann ich mich gesund ernähren, als dass man es nicht weiß. Und deswegen erhoffe ich mir von dem Bürgerrat, weil ich persönlich Eingriffe kritisch sehe, also so ganz Vorgaben, Verbote, eine Hilfe dabei, wie die Politik besser informieren kann darüber und auch den Bürgerinnen und Bürgern Informationen sozusagen zur Seite stellen kann, um die Informationen, die sie schon haben, weiterzuentwickeln. Aber ich habe grundsätzlich die Haltung, dass Menschen nicht blöde sind, sondern ich habe eigentlich ein ganz positives Menschenbild und glaube, dass die schon ganz gut wissen, was gut für sie ist. Ich würde aber gerne noch was zum Thema Erfolg des Bürgerrates sagen. Und zwar ist mir eine Erinnerung hochgekommen. Es gab nämlich schon mal einen Bürgerrat zum Thema Deutschlands Rolle in der Welt. Und da kam ein Bürgergutachten raus und dieses Bürgergutachten ist dann in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages diskutiert worden. Ich war damals im Europaausschuss und wir haben das gelesen und dann darüber diskutiert. Also das ist gemacht worden. Und ich kann mich erinnern, dass die Ergebnisse dieses Bürgerrates mitunter sehr allgemein gefasst waren. Ja, da stand dann drin, ja, Deutschland ist ein großes Land in Europa, wir wollen in Frieden leben, aber wir brauchen eine starke Bundeswehr und so weiter. Also ich würde mir wünschen, dass das, was Sie machen, konkrete Vorschläge sind. Also Sachen, über die man konkret sagen kann, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Sie haben gerade gesagt, Verbot von Fleisch. Da kann man sagen, ja oder nein. Und ich glaube, man sollte sehr konkret herausarbeiten, was ist denn nun die Maßnahme? Weil ich mir erhoffe, dass Sie darüber als Bürgerinnen und Bürger, die wir alle sind, ein Verständnis entwickeln, dass es bei Politik oftmals darum geht, eine Maßnahme auch so zu formulieren, dass man dafür eine Mehrheit bekommt. Sie haben zum Beispiel gerade den Vorschlag gemacht, Kochkurse in Schulen. Ein super Vorschlag, sehr konkret. Der hat spontan dazu geführt, dass hier 2/3 der Leute geklatscht haben. Also der scheint auf jeden Fall mehrheitsfähig zu sein in diesem Bürgerrat. Ich fand das auch super. Ja. Und so konkret wünsche ich mir die Vorschläge und glaube, dass das ein Erfolg wäre, wenn die Sachen so konkret sind, dass man sie dann an anderen Stellen in der Gesellschaft, im politischen System benutzen kann und dann immer weiterentwickeln kann und irgendwann wird es dann Realität. Ich glaube, das wäre gut. Vielen Dank, Herr Kuhle. Und ich sehe auch hier auf dieser Seite des Podiums, Sie wollen auch gerne was dazu sagen. Und ich will noch mal die eine Frage aufgreifen, weil die ja genau das wieder an Sie zurückgibt, was Sie eigentlich fragen an den Bürgerrat. Und zwar, wie viel staatlicher Einfluss soll es denn bitte sein? Und jetzt haben wir auch schon gehört, gesunde Ernährung. Dazu wird es tatsächlich an diesem Einstiegswochenende auch noch ganz viel Input für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, geben, auch gerade mit dem Hinblick auf Preisgestaltung. Aber jetzt wollen wir noch mal schauen. Und Herr Stegemann, Sie wollten dazu etwas sagen. Ja, auch gerne noch mal direkt zur Frage. Also ganz offen, ich bin nie Politiker geworden oder ich bin nicht Politiker geworden, um Menschen vorzuschreiben, wie sie sich zu ernähren haben. Aber ich komme jetzt aus der Landwirtschaft, komme jetzt nicht in erster Linie aus der Ernährungswirtschaft sozusagen. Aber ich finde, wir müssen Landwirtschaft an Tatsachen ausrichten und nicht an politischen Wünschen. Und wenn wir das intelligent tun, dann hat das auch Einfluss auf die Nahrungsmittelpreise. Also wir müssen natürlich auch irgendwo ein Angebot schaffen. Und wie gesagt, das wird sicherlich auch ein ganz spannendes Themenfeld im Bürgerrat sein, Wunsch und Wirklichkeit irgendwie ein Stückchen weit miteinander in Verbindung zu bringen. Es gibt viele, die wünschen sich, dass wir mehr in eine fleischlose Richtung gehen. Aber das korrespondiert halt an der Stelle auch nicht mit der Nachfrage. Wir haben einen leichten Nachfragerückgang bei Schweinefleisch, bei Milch, bei weißem Fleisch haben wir es kaum. Also auch da gehen Dinge auseinander. Und ich glaube, das ist ein Punkt, mit dem sich der Bürgerrat sehr gut beschäftigen kann. Und auf die Ergebnisse bin ich ebenfalls gespannt. Vielen Dank, Herr Stegemann. Und Herr Eckert, ich habe gesehen, Sie haben auch direkt gezuckt. Sie dürfen gerne. Jetzt bin ich kein Landwirtschaftspolitiker, sondern mache Innenpolitik. Aber ich würde das so beschreiben. Ich gehe super gern Fastfood essen. Burger, Pommes. Und ich will mir das auch nicht verbieten lassen, dass ich das machen darf. Aber was ich schon gut finde, ist, dass dort nicht die gleichen Schadstoffe drin sein dürfen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, die abhängig machen oder die dazu führen, dass man noch mal mehr bestellt. Und ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis befinden wir uns. Ja? Wir wollen keine
Richtungsentscheidungen, die vorgegeben werden durch die Politik. Aber wir wollen gerade bei den Sachen, wo man nicht so genau reingucken kann, wo es manchmal auch schwierig ist oder wo man vielleicht auch getäuscht wird, da glaube ich, da will man die Unterstützung der Gemeinschaft und das ist ein, ich sag mal, Spannungsverhältnis, das sicher auch hier diskutiert wird. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich gucke noch mal zu Frau Schieder. Was erhoffen Sie sich denn für die gesellschaftliche Debatte? Und vielleicht wollen Sie auch noch mal darauf eingehen, wie eigentlich das Thema Ernährung denn auch zustande gekommen ist. Ja, wir haben uns in unserer Gruppe von Abgeordneten, jede Fraktion war vertreten, über ein Jahr lang mit all den Rahmenbedingungen beschäftigt. Wie wird ausgelost? Wie bekommen wir da eine repräsentative Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Aber auch, welche Themen sind zum Beispiel geeignet? Weil, Herr Kuhle hat es gerade schon gesagt, es hat sich herausgestellt, wenn das Thema zu breit ist, also Deutschlands Rolle in der Welt zu allgemein ist, dann ist es vielleicht besser geeignet, um eine Doktorarbeit zu verfassen, aber weniger, um dann auch wirklich zu erfahren, wie denken die Menschen, und noch viel weniger geeignet, um konkret was draus zu machen in der Politik. Deswegen wussten wir, dass es ein Thema sein muss, das lebensnah ist, wo alle mitreden können, wo auch in den Familien, und heute ist es ja schon gesagt worden, diskutiert wird, wo es verschiedene Meinungen gibt, wo alle sich äußern können, ob sie nun Agraringenieure sind oder ganz normale Verbraucherinnen oder Verbraucher, aber dass es doch ein bisschen eine Breite schon haben muss. Also nur ja, nein, ist ja auch nichts. Da ist man gleich fertig mit der Diskussion. Da kann man nicht bis Februar sich treffen. Ne? Also haben wir uns lange Zeit Gedanken gemacht und jede Fraktion war aufgefordert, zwei Themen zu benennen. Und dann haben wir das rausgesucht, was bei allen Fraktionen sozusagen Akzeptanz gefunden hat. Es war gar nicht so einfach, können Sie sich vorstellen. Aber ich wollte als Vorsitzende halt auch, dass wir uns einigen, dass wir also nicht mit Mehrheitsabstimmungen das Ganze regeln, sondern dass wir uns einigen darüber. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Thema gefunden haben. Und ich bin heute wirklich sehr froh, dass ich schon bei den Eingangsfragen und bei den Bemerkungen jetzt gemerkt habe, es ist schon ein Thema, das die Menschen bewegt und wo sie miteinander streiten und diskutieren können, wo sie sicher an uns auch Erwartungen haben, mit denen wir dann arbeiten können. Aber ich möchte enden mit einem Appell, vielleicht können Sie auch darüber diskutieren, dass man eben nicht nur an die Politik Forderungen stellen muss, sondern auch an sich selber. Weil ich bin seit 1996 Gemeinderätin, wir haben auch drei Kindergärten, bei uns gibt es keine angerührte Ernährung, sondern wirklich gut durchdachte Ernährung. Aber die Frau, die dort arbeitet, die sagt mir, weißt du, ich würde gerne öfter mal was Gesundes anbieten, aber die Kinder essen es nicht, weil sie es von zu Hause nicht gewohnt sind. Und dann essen es nichts und ist auch nicht Sinn und Zweck. Auch alltagspraktische Erfahrungen, die da mit reinkommen aus dem Kindergarten. Da merkt man, Politiker sprechen mit ihren Wahlkreisbewohnern jeden Tag. Und da kommen auch schon so Alltagserfahrungen mit da rein. Wir hatten zwei Wortmeldungen noch hier. Und zwar der Herr in dem weißen Hemd und zwei Plätze weiter. Nee, eine Reihe dahinter mit der grünen Mütze. Ich werde versuchen, Namen zu lernen, aber ich kann Ihnen nichts versprechen. Ich werde Sie wahrscheinlich immer weiter ansprechen nach den Kleidungsstücken. Aber jetzt erst für Sie. Ja, hallo, Patrick Weber. Die Ernährungspolitik, die verfolgt ja auch ganz offiziell gewisse Ziele, also beispielsweise die Sicherstellung der Ernährung der Bürgerschaft, die Sicherstellung einer gewissen Qualität. Wie würden Sie denn aus den letzten Jahren, Jahrzehnten den Erfolg der Politik in dieser Thematik bewerten? Und damit verbunden, als Bürgerrat liefern wir Ihnen ja dann eine sehr, sehr unmittelbare Rückmeldung aus der Bürgerschaft. Wie hoch sehen Sie die Notwendigkeit zum jetzigen Zeitpunkt, dass es diesen Bürgerrat Ernährung geben muss? Ich schaue mal in die Runde, wer dazu was sagen möchte. Herr Dr. Frömming. Ja. Vielen Dank für die Frage. Wir haben in der Tat, es klang eben schon an, auch in der Berichterstattergruppe ja andere Themen diskutiert. Und natürlich stand schon auch die Frage im Raum, warum geben wir jetzt ausgerechnet das Thema vor? Da gab es etliche Argumente, die dafür sprechen. Aber man hätte sich aus meiner Sicht zumindest ja auch überlegen können, man gibt mal eine Liste von geeigneten Themen,
nach draußen und lässt den Bürgerrat oder die Bürger selber entscheiden, ob sie beispielsweise lieber, wenn ich mal in die Zeitung gucke, da werden die Schlagzeilen gerade durch andere Themen geprägt, Energieversorgung, Migration und so weiter. Jetzt ist es Ernährung. Das ist natürlich auch so eine Frage, ob das so günstig ist, wenn wir Politiker ein Thema vorgeben und andere Themen aus welchen Gründen auch immer ausschließen. Und cool, Sie haben sofort so gemacht. Sie genau, haben weil ich anknüpfend an meine erste Wortmeldung genau das problematisch finde, denn der Bürgerrat ist nicht das exklusive Instrument, was wir in Deutschland haben, um über Politik zu diskutieren. Also, dass es jetzt einen Bürgerrat gibt zum Thema Ernährung, das ist super. Das ist eine großartige demokratische Innovation und das sollten wir machen und ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Aber wenn Sie sich gerne mit dem Thema Krieg und Frieden, Migration, Klima, sozialer Aufstieg, Bildung und was auch immer beschäftigen wollen, dann wir leben in einem freien Land. Ja? Man kann in eine politische Partei eintreten, man kann an einer Demonstration teilnehmen, man kann das in den sozialen Medien posten, man kann Leserbriefe schreiben, man kann versuchen, uns in einer demokratischen Abstimmung abzuwählen, ja, wie ich es eingangs sagte. Also das ist alles möglich und mir ist ganz wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass die sozusagen die Art und Weise, wie im Bürgerrat diskutiert wird, die einzig wahre demokratische Weise ist, weil alles andere ist sozusagen korrumpiert. Ja, die sind ja nicht ausgelost, die Bürger, oder die Politiker sind gar gewählt, also noch schlimmer. So ist es nicht, sondern Diskussionen finden überall in unserem Land statt. Und dieser Bürgerrat kann einen Beitrag dazu leisten, dass wir am Beispiel des Themas Ernährung, also an diesem Beispiel, besser lernen, mit Leuten zu diskutieren, die wir noch gar nicht kennen. Das ist die schöne Innovation daran. Und das finde ich wunderbar an dem Thema. Ich will noch sagen, dass das Thema Ernährung hochaktuell ist, hochaktuell, und zwar wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Ein wesentlicher Teil des Weizens, den wir in Deutschland, den wir in Europa verbraucht haben, kommt aus der Ukraine. Die ukrainische Fahne ist unten gelb, oben blau. Das ist der Weizen und der Himmel. Deswegen sieht die so aus. Und die Landwirte, das kann Albert viel besser sagen, und alle, die sich mit Ernährung beschäftigen, die haben in den letzten Monaten sich die Köpfe heiß geredet darüber, wie wir das hinkriegen, dass wir die Versorgungssicherheit in Europa, aber auch auf der Welt, in Afrika gibt es ganz viele Staaten, die ihren Weizen aus der Ukraine beziehen, wie wir das sicherstellen. Also ein hochaktuelles, ein brandaktuelles Thema, aber das ist das Gute, in einem freien Land, in einer Demokratie, kann man in ganz vielen anderen Foren über ganz viele Themen diskutieren. Ja, vielen Dank, Herr Kuhle. Sicherheit von Lebensmitteln ist auch tatsächlich ein Thema, das im Bürgerrat auch schon dieses Wochenende bei den Einstiegsexperten-Inputs eine Rolle spielen wird. Aber Herr Stegemann, Sie hatten sich auch direkt dazu gemeldet. Ja, gerne, weil ich finde, dass das Thema Versorgungssicherheit, genau wie es Herr Kuhle, wie es Konstantin beschrieben hat, brandaktuell ist. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, war es wirklich das Wichtigste, dass wir Deutschland mit vernünftigen Nahrungsmitteln ausstatten. Und deswegen hat man die Produktivität immer nach vorne gestellt. Dann haben wir im Laufe der Zeit die landwirtschaftliche Produktion immer weiter liberalisiert. Das heißt, wir haben die Grenzen geöffnet und Landwirte mussten sich dem Wettbewerb stellen. Das haben sie auch getan, waren auch immer produktiv. Und wir haben uns in Deutschland so sehr daran gewöhnt, dass wir selbst genügend Nahrungsmittel für uns produzieren können. Wir sehen aber jetzt, und Konstantin hat es gerade beschrieben, das war beim Weizen, aber auch bei der Störung der Lieferketten wurde es teilweise in den Supermärkten eng und es wurde knapp. Und wenn wir jetzt auch Studien in die Zukunft schauen und auch bei, und da wird es an der Stelle wird's wiederum politisch, wenn wir sagen, wir wollen Landwirtschaft nachhaltiger, wir wollen sie extensivieren, das hört man ja immer wieder in einem Zungenschlag, dann wird es natürlich schwierig. Und bei der Tierhaltung nur mal zwei Zahlen. Wir gehen davon aus, da gibt es verschiedene Studien, dass die Milch in den nächsten 15 Jahren etwa um 30% in Norddeutschland, auch in Nordeuropa insgesamt, zurückgeht, weil einfach junge Landwirte keine Lust mehr auf Tierhaltung haben. Wir sehen ähnliche Entwicklungen bei den Schweinezahlen. Nun verändert sich auch der Verbrauch, auch das wissen wir, aber die Produktion geht stärker zurück als der Verbrauch. Und das muss uns alarmieren und ich finde, das müssen wir, wenn wir Politik machen wollen, das gilt auch für den Bürgerrat, wir müssen immer Verhältnismäßigkeit wahren und deswegen müssen wir die Dinge zusammendenken und das ist eben auch eine große Aufgabe für Sie, aber die Frage, die Sie gestellt haben, ist tatsächlich eine wesentliche im Bürgerrat, davon bin ich überzeugt, aber auch da bin ich gespannt auf Antworten. Dankeschön. Neue Aspekte hier.
Letzte Frage aus dem Publikum, der Herr mit der grünen Mütze. Ich hatte keine Frage, ich hatte nur für den Herrn Kuhle was aus meiner Jugend. Ich bin Jahrgang 57, komme aus Solingen. Wie meine Job. Mutter. Meine Mutter ist auch Jahrgang 57. Und ich hatte in der Schule Kochen. Im vierten, fünften und sechsten Schuljahr war zwar für mich als Junge scheiße, aber ich habe auch was gelernt. Aber wie gesagt, es gab das schon, dass in der Schule Kochen als Lehrfach war. Warum ist es weg? Ja. Und zu Herrn Stegemann habe ich auch noch, weil ich habe gerade das Mikro. Wir haben, genau, wir sind fast ein Zusatz am Ende der Zeit, aber ein kurzes wegen der Milch. Was ist Milch? Milch ist eine Flüssigkeit, um Junge aufzuziehen und nicht um Erwachsene zum Trinken zu verführen. Vielen Dank. Oh, danke. Ja. Ich merke, die Meinungen, die gehen schon sehr auseinander, auch was die Lebensmittel betrifft. Und das ist schön so. So soll ein Bürgerrat sein. Ich glaube, der Herr hat sich beworben, einmal für den Bürgerrat zu kochen, weil er das offensichtlich gelernt hat. Also ich glaube, Sie können auf jeden Fall besser kochen als ich. Kommen Sie zu uns. Wir werden auch, glaube ich, kochen oder zumindest schnippeln. Es ist ganz viel ganz auch geplant, aber nicht mehr heute Abend. Wir haben es ein bisschen aufgemacht, das Thema. Es sind ganz viele Themen, die diskutiert werden sollten, auch genannt. Wir haben gemerkt, die Meinungen gehen schon ganz schön auseinander. Da wird was heftig beklatscht, was andere gar nicht. Warum klatschen die jetzt? Wir werden es also ganz schön lebendig haben und so soll ein Bürgerrat auch sein. Und ich bin mir sicher, zum Schluss werden wir doch wieder mit großer Mehrheit ein paar konkrete Maßnahmen und begründete Maßnahmen dann aufschreiben. Wir sind mit unserer Zeit um und ich würde jetzt das Wort noch einmal an Frau Schieder geben als Vorsitzende. Ist ihr sozusagen ihr Vorsitz hier auch in dieser Podiumsrunde? Wollen Sie den Bürgerinnen und Bürgern noch was mitgeben? Ja, ich möchte nur sagen, nutzen Sie die Gelegenheit und diskutieren Sie. Streiten Sie miteinander und sagen Sie Ihre Meinung. Ignorieren Sie aber auch nicht, was Sie von Expertinnen und Experten gesagt bekommen oder auch von anderen, weil so funktioniert die Politik. Und wenn man dann gemeinsam bereit ist, alle Seiten bereit sind, aufeinander zuzugehen, dann kommt was Gutes raus. Das übernehmen wir dann. Ja, und damit einen herzlichen Dank an Sie, liebe Abgeordnete, liebe Gäste, dass Sie hier waren und sich heute Abend die Zeit genommen haben, um ja diesen Bürgerrat, diesen Auftrag mitzugeben dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, jetzt gut in den Prozess auch starten können. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch am Prozess dranbleiben, den weiter beobachten, die Arbeit des Bürgerrats weiter beobachten, aber ich glaube, da konnten wir uns heute Abend ein gutes Bild von machen und im Februar werden die Empfehlungen dann übergeben. An dieser Stelle möchten wir uns auch verabschieden. Der offizielle Teil endet jetzt und wir möchten uns verabschieden von dem Livestream, von dem Parlamentsfernsehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben noch ein paar organisatorische Details, die wir jetzt haben, aber der offizielle Teil ist damit zu Ende. Vielen Dank. Okay.